Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Going Medieval. So, der Winter ist überstanden. Wir haben eine neue Person, einen Elmer, der ist zu uns gekommen und war am Verhungern. Ist natürlich ideal, wenn er da zu uns kommt, da wir eigentlich auch alle am Verhungern waren, aber gut. Wir haben die ersten Johannisbeeren schon wieder geerntet. Pilze wachsen. Ich habe auch schon einen Forschungstisch gebaut. Wir haben aber noch nicht genug Bücher. Wir brauchen 15 Bücher, um Landwirtschaft zu erforschen. Das würde ich dann auch ganz gerne als erstes tun, um den nächsten Hungersnot ein bisschen vorzubeugen. Dauert wie gesagt leider alles ein bisschen. Guck mal, da ist auch noch ein Busch. Kann man auch abernten. Ich bin jetzt hier die ganze Zeit am Ernten. Ich habe leider keine Wildtiere mehr gefunden. Ich hatte noch mal das Spiel verlassen, beziehungsweise bin ins Hauptmenü gegangen und dann wieder zurück ins Spiel, habe das Spiel wieder geladen. Da war das Wolfsgeheul weg und die Kampfmusik auch. Und das Wolfsgeheul kam aber wieder, aber die Kampfmusik nicht. Ich habe aber keinen Wolf mehr gesehen und auch kein anderes Wildtier, was wir hätten jagen können. Den Elmer, den haben wir aufgenommen. Zum einen, wie gesagt, war er nur am Verhungern, also wurde nicht verfolgt oder so. Und er wäre auch ein Meisterschütze, aber er kann den Langbogen von unserer Toten nicht tragen. Ich habe den Namen von der Toten vergessen, deswegen sage ich nur Toten. Und ansonsten habe ich auch nicht gesehen, dass hier vom Feind noch irgendwo ein Langbogen rumfliegen würde. Beziehungsweise überhaupt ein Bogen rumfliegen würde. Die sind auch alle weg. Sieht nicht gut aus für uns. Wir haben derzeit keinen Bogen, den er tragen könnte. Müssten wir erst bauen. Können wir aber noch nicht. Und viel wichtiger ist jetzt gerade auch erstmal die Forschung. Da wäre es so Sennachvolk zuständig, allerdings streikt die. Ansonsten wäre unsere Tote dafür zuständig gewesen, aber die ist tot, die kann nicht mehr so gut forschen. Was hat er denn? Intellekt 6. Ja, sie hätte Intellekt 13, also die besten Voraussetzungen von unseren noch Lebenden. Was macht die noch alles? Kochen? Nee, die da ist das. Forschung 2, Zimmerhandwerk 2, Bergbau, Pflanzen schneiden. Na gut, Botanik hättest du natürlich auch auf 21, ist natürlich. Ich mach mal Jagen auf 1. Und Forschung auf 1. Erstmal. Das können wir ja wieder zurückstellen, wenn wir genug Bücher haben. Dass wir zumindest erstmal die Beta anlegen können. Gut, ist ein bisschen ärgerlich. Sie wäre die, die sich hauptsächlich um die Beta kümmern würde. Und würde dann dementsprechend auch nicht weiter forschen. So, ich schaue hier eigentlich jeden Tag mal rum. Hier sind wieder Pilze, die wir einsammeln können. Wir müssen alles an Nahrung mitnehmen, was wir kriegen können. Das ist ganz wichtig. Sobald wir irgendwas finden zu jagen, nehmen wir das auch mit. In der Hoffnung, dass der Markus wieder Mahlzeiten kocht. Ah, da sind die Leute ein bisschen zufriedener, wenn sie mal ein bisschen was Vernünftiges, Gekochtes gegessen haben. Nicht nur rohes Zeug. Viel wichtiger als das ist aber, dass wir überhaupt Nahrung haben jetzt gerade. Unsere Leute ja, wie gesagt, am Verhungern sind. Pilzhaufen. Da wachsen auch Pilze. Da stehen Johannisbeeren rum. Ich weiß nicht, aber irgendwie kochen die, glaube ich, aus Johannisbeeren und so nichts, sondern wirklich nur aus Fleisch. Warum dem so ist, keine Ahnung. Forschung 11 von 15. So, es geht voran. Wenn sie sich beeilt. Warum macht es denn jetzt nicht weiter? Will erst wieder was essen, ja? Immer diese Fressäcke, hätte ich jetzt fast gesagt. Ist nicht nett. Ich würde fast sagen, wir können dann auch anfangen. Demnächst. Also sehr, sehr bald. Sobald wir die ersten Beete angelegt haben. Unsere Forschungstürme, genau, unsere Verteidigungstürme aufzubauen. Damit haben wir dann einen größeren Vorteil unseren Feinden gegenüber. Zwar wäre das gar nicht verkehrt, wenn ich eigentlich alle Zugänge zu uns zumachen würde. Ich glaube, dann fangen wir mal an. Nochmal auf normal. Ich gucke nochmal, ob die Forschung so weit ist. A14 von 15 gleich. Dauert nicht mehr lange. Mach mal alles zu, was zu unserer Ebene führt. Das wäre das da.
Eck. Moment, da sind Pilze. Moment. Da könnten sie noch rauf. Da dürfen sie aber auch rauf. Da würde ich tatsächlich. Oh nee, da lassen sie drauf. Das kommt weg. Da können sie rauf. Da auch eine schräge Nähe. Das weg. Dann haben wir alle Zugänge bis auf den einen hier weg. Und hier stellen wir uns mal hin. Ah, erstmal nur Holzwand. Nichts Dolles. Drei. Und eine Treppe. Ja, nichts Dolles. Hauptsache steht erstmal was. Nochmal 14 von 15. So, das soll weg. So, jetzt können sie eigentlich nur noch von höher gelegenen Ebenen zu uns runterkommen. Sprich von irgendwo hier. Das können wir eigentlich nur dadurch verhindern, dass wir da einen Graben rumziehen. Beziehungsweise die können hier durch, können hier durch, können sie aber nicht mehr, wenn ich das da wegnehme. Auch da können sie ruhig durch, dann nehmen wir nämlich das da weg. Nehmen wir mal das weg. Und das nehmen wir weg. Kommen sie da oben nirgendwo runter? Da kommen sie nicht lang. Mal wirklich nur hier runter. Oder da durch. Und das verhindern wir ganz einfach. Zack. Machen wir einfach eine doppelte Steinwand hin. Und hier. Und hier machen wir dann auch wieder einen Turm hin. Aus Holz. Wo machen wir den hin? Den machen wir hier auf Eck, würde ich sagen. Drei. Eins. Zwei. Drei. Den würde ich tatsächlich drei hoch machen. Und den da ändern wir gleich. Abbrechen. Können wir eigentlich auch gleich zwei hoch machen. Abbrechen. Habe ich mich wieder verklickt gehabt. Treppe, Treppe. So. Dann haben wir unsere Bogenschützen auf jeden Fall schon mal eine verbesserte Position. Forschung 15, Landwirtschaft. Verfügbar 2. Ach ja, habe ich vergessen. Wir haben ja schon Architektur erforscht. Da haben wir ja schon 15 für verbraucht. Die sind mittlerweile natürlich vergammelt, die Dinger, weil die nirgendwo eingelagert waren. Dementsprechend müssen wir jetzt erstmal 15 haben, bevor wir wieder welche kriegen, die wir auch nutzen können. Wir haben jetzt 17 quasi, zwei davon sind verfügbar, 15 sind zugeordnet. Bisschen ärgerlich, habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber gut, ist halt so. Können wir jetzt leider nicht ändern. Ich gucke nochmal nach, hier nach Pilzen sammeln und gegebenenfalls jagen. Wäre ein bisschen ärgerlich, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen würden im Frühling, dass wir halbwegs passable Verteidigung aufbauen.
und vor allen Dingen Nahrung anbauen. Das ist das Wichtigste, Nahrung. Im Haufen brauchen wir nicht. Da oben war, glaube ich, das da ist ein Strauch, aber da sind keine Beeren dran momentan. Ja gut, hier können sie dann nirgendwo hin. Da können sie sammeln, da müssen sie natürlich immer jetzt hier hinten rumrennen. Ist sicherlich ein bisschen ärgerlich, auch für unsere Dorfbewohner, aber ist jetzt momentan leider so. Schöner wäre es natürlich, wenn wir es schon direkt am Haus hätten. Heute nicht erreichbar, ja gut, ist klar. Erschöpft, dann geh doch schlafen, Mensch. Wie sieht's eigentlich aus? Die Betten hier haben sie noch immer nicht gebaut, ne? Aber aufgeräumt haben sie. Aufgeräumt haben sie schon mal. Ach, wir haben kein Heu. Moment. Ach, das ist Leder. Ich dachte, das wären hier Luftrollen oder sowas. Die haben kein Heu. Gut, macht nichts. Können wir beschaffen. Rauch. Nee, auch nicht. Wo ist Gras, genau? Das Gras wollten wir haben. Das Gras bringt uns nämlich Stroh. Nochmal normalen Vorlauf, damit ein bisschen was passiert, während wir hier suchen. Das sind alles Sträucher, das ist kein hohes Gras. Nichts mehr. Gut, wird bestimmt kommen. Zu langsam. Im Laufe des Frühlings und des Sommers. Da können wir nochmal sammeln. Ja gut, dann müssen wir halt erst warten. Die haben so lange, die sind so lange so klar gekommen mit den Betten, wie sie jetzt sind. Wenn sie ein paar Tage länger auch überleben. So, Forschung. 3 verfügbar. Ja, super. Es dauert leider ewig und 3 Tage. Ist da vernünftig was passiert? Siedler sind verärgert. Erschöpft. Verzweifelt durstig. Wenn ihr erschöpft seid, warum geht ihr nicht einfach schlafen? Ah, manchmal verstehe ich die KI nicht so richtig. Die anderen Pilze waren noch nicht so weit, schade. Ja, immer schön hier Augen aufhalten. Hier irgendwas wächst, was wir gebrauchen können. Was? Bewusstlos. Markus ist bewusstlos. Ich glaube gar nicht. Trage Siedler. Und warum ist Cupid? Cupid hat sich wieder selbst zugebaut, die Blitzbirne. Alter, wie kann man eigentlich immer so dämlich sein, dass man sich selbst zubaut, sag mal. Mach das mal so. Abreißen, 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 abreißen. Abbrechen. Das, was außen ist, abbrechen. 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 Der soll erstmal klarkommen. Muss ich nicht immer selbst einbauen. Gut, lassen wir jetzt erstmal so, würde ich sagen. Also erstmal hier unten fertig bauen. Und hier machen wir es genauso. Außen erstmal komplett sein lassen. Das ziehen wir dann nachträglich dran. Na? Jetzt aber. Genau. Soll er erstmal so machen.
Hauptsache, der baut sich nicht selbst wieder zu. Ist halt nicht der hellst unser Cupid. Cutebeard. Cutebeard. Irgendwie sowas. Genau. Bau erstmal innen und wenn du das hast, dann können wir darüber reden, dass wir außen weiterbauen. Das sieht doch hübsch aus. Können wir jetzt darüber reden, dass wir hier noch eine Lage reinziehen. Und da. Und da. Und da. Und erst wenn wir das fertig haben, machen wir da. Klingt doch mal nach einem Kompromiss. Ich habe eine Fliege auf dem Hut gehabt. Nervt ganz schön. So, jetzt machst du die Treppe da oben erst, auch gut. Von mir aus. So, jetzt kommst du nicht mehr runter, richtig? Er kommt nicht mehr runter. Ah doch. Stimmt ja, genau. Da kann er ja runter. Richtig. Habe ich ja nicht zugebaut. Aber wir könnten mal zubauen mit Pfeilen, oder? Nee, ich glaube, wir können doch gar keine. Doch, wir könnten Pfeilen bauen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass nur die Feinde die Pfeilen auslösen. Ich weiß es aber nicht, keine Ahnung. Und hier hätten wir es gerne auch mal. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube. Ah, Landwirtschaft, sehr schön. Freischalten. Jetzt mache ich kurz Pause. Dann machen wir hier einmal auf Tätigkeiten. Dann brauchst du das nicht mehr auf 1 machen, sondern kannst auf 2 machen. Und jetzt geht's los. Jetzt fangen wir endlich mal an. Kohlfeld. Ah, wir machen relativ kleine Felder. Mach mal 3x3. Beim letzten Mal hatte ich nämlich das Problem, die haben so viel darunter geholt. Jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Wollte ich nicht. Aber beim letzten Mal hatte ich das Problem, die haben so viel darunter geholt. Löschen. Brechen. Entfernen. 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 So, nochmal. Die haben beim letzten Mal so viel darunter geholt. Dass die binnen kürzester Zeit das ganze Lager zugebombt haben. Und das war auch nicht Sinn und Zweck der Übung. So 3x3 machen wir nur. Ganz einfach, damit sie nicht zu viel auf einmal haben. Nicht zu viel auf einmal ernten müssen immer. So. 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 Und 3. 3 und außen machen wir noch eine Reihe Bäume hin. Sehr schön. Können wir euch das gleich hier auch noch mal machen, ne? Ich glaube, das machen wir auch. Dann sollten wir auch definitiv genug haben, denke ich. 3. Wir können natürlich so langsam mal auf normalen Vorlauf laufen lassen. Ach, guck, da kannst du wieder nicht bauen wegen dem Scheiß. Als Kalkstein, dann brechen wir das hier mal alles ab. Auf der anderen Seite sieht es wahrscheinlich besser aus. Warum habe ich denn hier zwei Türen? Wie dämlich ist das denn? Die kann weg. Hier sieht es besser aus. Dann machen wir das hier nochmal. Dann haben wir hier halt nur über die Diagonale. Moment. So, Kohlfeld, damit fängt es an. Immer 3x3. Dann stehen die Chancen ganz gut, dass wir den nächsten Winter zumindest überstehen, ohne zu verhungern. Und
Nochmal Birken zum Abschluss. Forschung haben wir noch was übrig. 5 Punkte. Kommen wir erstmal nicht weit mit. Gut. Lassen wir es mal erstmal so laufen. So, der hat da alles fertig. Das heißt, der kann jetzt hier auf der nächsten Ebene bauen. Nee, alles fertig hat er noch nicht, aber das Wichtigste, sagen wir mal, hat er fertig. Kann er jetzt anfangen, da auf der nächsten Ebene zu bauen, so. Ich glaube, da... Ah, sag niemals nie. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da kann er sich nicht mehr einbauen, aber ich wäre mir da nicht so sicher. Er kann sich überall einbauen. Ich weiß zwar nicht, wie er das macht, aber er kann es. So, können wir die Zeit eigentlich mal wieder ein bisschen schneller vorlaufen lassen, ne? Sollte jetzt eigentlich besser vorangehen. Wer macht die Feldarbeit? Markus macht Feldarbeit. Ist der da drin so gut? Botanik? Stufe 10. Nicht wirklich. Ach Moment, du bist Markus. Stufe 2, hat er auf Priorität 2, ist auf Stufe 15. Oh, ist okay. Da ist er wenigstens relativ flott dabei. Da kommt da schnell was Essbares bei rum. Dann müssen wir nicht mehr hungern. Wie sieht es denn unten im Lager aus? Im Lebensmittellager? Nicht gut. 3x Eintopfhaufen ist da noch. Mehr haben wir nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. Viehzucht soll auch noch ins Spiel implementiert werden. Ist derzeit noch nicht drin. Das sieht doch mal sehr gut aus. Dementsprechend sind wir derzeit noch auf die Jagd angewiesen, sofern wir Fleisch haben wollen. Das wird sich dann wahrscheinlich mit dem späteren Spielverlauf irgendwann ändern. So, Jagd. Zack. Damit Markus auch mal was zu kochen kriegt. Kann nicht sein, dass der hier immer nur Lotto rumsteht und ein bisschen Feldarbeit macht. So, nur ein Hase und ein Rotwild. Egal. Hauptsache es ist erstmal was. So, wie habe ich mir das gedenkt? Ich glaube, hier wollte ich jetzt nochmal Holzboden machen. Ja, ich hätte ihn da aber gerne dran geklatscht. Können wir eigentlich so machen, ne? So. Und darauf habe ich noch nie gemacht, würde ich gerne hier Verteidigungszinnen machen. Kann man die auch irgendwie über Eck setzen? Zinnen aus Holzecke. So, ne? Und wieder die hier. So, so, so. Und Zinnen aus Holzecke. So, sieht doch hübsch aus. Keine Ahnung, ob das was bringt. Achso, Moment. Gleiche wollte ich ja hier auch noch machen. So wollte ich das tun. Die Fallen habe ich auch noch nie gebaut. Soweit ich weiß, verlangsamen die Gegner, wenn die da reinlaufen. Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht. Oh, ich sehe gerade, die Folge hat schon wieder Überlänge. Gut, wie es hier weitergeht, werdet ihr wohl erstmal wissen, denke ich. Wir legen die Felder alle an. Die werden natürlich hoffentlich dann auch regelmäßig abgeerntet. Und dann ist unsere Nahrungsversorgung erstmal gesichert. Und wir müssen übrigens noch in die nächste Etage. Ich wollte Waffen und sowas in der nächsten Etage einlagern. Wobei, wir haben ja eigentlich hier schon irgendwo Textilien eingelagert. Ne? Leder ist hier derzeit nur. Können wir mal gucken, was hier zählt denn dazu. Leder, Leinstoff, Holzstoff. Rüstungsschild, Waffe wäre Kriegsführung. Was wäre denn Ausstattung? Kleidung, Kopfbedeckung. Kann dann hier auch noch mit rein. Kleidung und Kopfbedeckung kommen da noch mit rein. Kriegsführung wollte ich eigentlich auf der nächsten Ebene machen, können wir eigentlich aber auch hier machen, oder? Ich mache das mal hier mit rein. Lagerplatz.
Sub. Nee, das war falsch. Lagerplatz abreißen. Dafür gibt es dann ja extra einen Kriegsführungslagerplatz hier, ne? Kriegsführungslagerplatz. So. Da kommt nur Kriegsführung rein. Da sind die ganzen Materialien gestapelt. Ein Haufen Zweige. Guck mal, da fehlt auch wieder ein Boden. Ich weiß gar nicht, wie das immer zustande kommt, dass hier überall ein Boden fehlt. Da fehlen auch Böden. Nee, das sind die Strohbetten. Da fehlen keine Böden. Nicht genug Ressourcen. Da fehlt noch Stroh. Gut. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, ich lasse das erstmal ein bisschen weiterlaufen. Speichere immer mal wieder und sobald ein Ereignis kommt, werde ich leider erstmal ausmachen. Sobald ich dann aber Zeit habe, werden wir neu laden. Und ich würde jetzt erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.